Ja, der Kampf um die Erde findet also bis heute statt. Satan wirkt durch Menschen und Organisationen. Der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und es ist interessant, wenn man mal in Rom war, ich war zweimal dort, man findet sehr viel, und zwar auch nicht so klein, sondern in sehr groß. Dieser Drache hier beispielsweise hat eine Größe der Hälfte beinahe des Raumes. Auf dem Fußboden im Petersdom, man findet überall über Türportalen immer wieder Darstellungen auch von dem Drachen. Und man kann sich fragen, wenn man die Bibel studiert und kennt, man weiß um die Symbolik des Drachens, warum muss man sich dann mit diesem Symbol derartig zieren? Aber wir werden da noch an späterer Stelle noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also der Drache, Satan wirkt durch Organisationen, durch menschliche Organisationen. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Also Organisationen und Menschen, die sich entweder auf die Seite des Guten oder des Bösen stellen. Und damit sind wir eigentlich beim Thema, die neue Weltordnung. Ordnung aus dem Chaos. Wir wollen uns mit diesen Mächten im Hintergrund einmal befassen. Kommt der totale Überwachungsstaat, wie ihn viele Menschen heute befürchten? Und interessant auch, wenn wir dieses Emblem sehen, da werden wir nachher auch noch drüber sprechen, ein Beobachtungszentrum mit einer Pyramide und einem Auge und der Weltkugel. Das ist ein amerikanisches Unternehmen, da werden wir nachher noch drüber sprechen. Der gläserne Mensch, der also kommen soll. Welche Rolle spielen Amerika und der Vatikan in dieser Hinsicht? Die wahren Lenker der Weltgeschichte, wer sind sie? Gibt es diese geheimen Drahtzieher und Marionettenspieler, die praktisch die Puppen so tanzen lassen, wie sie es gerne möchten? Gibt es diese unsichtbare Hand im Hintergrund? Wir wollen uns deshalb auch mit den Global Playern sozusagen befassen, mit den Menschen, mit den Männern, mit der Elite, wenn man so will, die im Hintergrund tätig ist, die nicht nur einfach mit den Ball spielen, sondern die eigentlich die Welt als ihren Spielball haben und versuchen, ihre Macht auszubauen.